Wartes. So, dann hau mal alle Zauber raus. Gut, dann warten wir noch kurz. Und dann kämpfen wir gegen ihn hier. Endlich! Die Mühe hat sich gelohnt. Das hätte ich mir denken können, dass ihr schon wieder auftaucht. Aber leider zu spät. Ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Nun steht meinen Plänen nichts mehr im Wege. Ihr meint den Kelch, den werdet ihr nicht lange behalten. Hat man euch schon einmal gesagt, dass ihr sehr amüsant seid? Allerdings auch lästig wie ein Schwamm Orkbremsen. Ihr werdet mich jedenfalls nicht aufhalten. Nur für den Fall, dass ihr etwas derartiges vorhabt. Wir werden sehen, wo sind die entführten Mädchen? Wollt ihr sie etwa befreien? Wirklich sehr nobel von euch. Es wird euch leider nicht gelingen. Ich werde euren ständigen Einmischungen jetzt ein Ende machen. Okay. Skelettmagier. Okay. Sanders, bin ich? Aufgepasst! Phorax! Grakai! Also fliegende Waffen. Komm schon. Das ist nicht schön. Also diese fliegenden Waffen, und die haben auch Lebensenergie bis zum geht nicht mehr. Okay, wir müssen laden. Zum Glück habe ich hier einen Quicksave gemacht, nachdem ich uns gebufft habe. Endlich! Die Mühe hat sich gelohnt. Okay, Rückzug. Wir machen jetzt erstmal einen strategischen Rückzug. Oh, scheiße. Ey, aber es kommen nur erstmal die Waffen, das ist gut. Du halt dich selber. Okay, du fällst gerade um, das ist okay. Okay, du halt dich nochmal selber oder versuchst zumindest. Gut.
Die Waffen sind weg. Sanya. Feya Tara Dra. Jetzt können wir die Magier wegboxen. Ja. Wo willst du hin? Ich hab dir gesagt, du sollst den angreifen. Folgt mir. Nee, keine Zauber, keine Zauber. Trinkt eure Heiltränke. Mein Atem geht ruhig. Candidus. Lass das mal vor, Grimma. Ja. So. Vandaya Ioi Van. Das bin ich. Thorax. Ich versuche mein Bereich angroschbar. Und da ist er weg. Ein beschworenes Skelett hier in der Ecke? Achso. Du bist nicht mal ein Skelettmagier, oder wie? Grab des Magiers abgeschlossen. Ich bin auch in der alten Gruft auf Darion Tahain getroffen. Leider konnte er mit dem Kelch entkommen. Seelenritual. Der Kelch scheint ein wesentlicher Bestandteil des Seelenrituals zu sein. Ich sollte unbedingt mit erstmal Gerard Corium reden. Ich bin mir sicher, dass er mir mehr darüber erzählen kann. Aha. Lass das mal vor, Grimma. So, aber jetzt gucken wir erstmal noch hier so in die Särge. Sehr alte Kupfermünzen und Knochenreste. Und sonst ist hier drin nichts. Na, überrascht mich hier zu sehen. Ihr habt wohl nicht damit gerechnet, dass ich mich befreien konnte. Kobe, macht sofort die Tür auf. Das hättet ihr wohl gerne. Nein, nein, ihr bleibt schön da, wo ihr seid. Ich kann es mir leider nicht erlauben, euch frei herumlaufen zu lassen. Ihr habt einmal zu viel meine Pläne durchkreuzt. Jetzt könnt ihr hier unten vermodern. Ach, Trüch, ich werde schon den Weg finden, hier rauszukommen. Versucht es ruhig. Es wird euch nicht gelingen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Aufenthalt. Leider muss ich jetzt gehen. Dieser Mistkerl. Wäre doch gelacht, wenn wir diese Tür nicht irgendwie aufbekommen. Kobe hat sich aus der Gruft befreit, in der ich hineingeschossen hatte und mir in den alten Magiergrab aufgelauert. Dort hat er eine Türe versperrt, sodass ich jetzt hier unten eingeschlossen bin. Es muss doch einen Weg geben, die Tür aufzubekommen. Wenn ich hier unten nicht verrotten will, muss ich einen Weg finden, die Tür zu öffnen. Vielleicht finde ich etwas, wenn ich mich hier genauer umsehe. Sehen wir uns mal um. Vielleicht finden wir hier ja etwas. Also knacken kann ich sie nicht, ich konnte sie nur entschärfen. Fackeln? Ja, ich laufe am besten mal alleine. Also hier ist nichts. Die Tür ist verschlossen.
keine rissigen Wände oder ähnliches. Die Truhen habe ich schon geplündert. Na klar, Zeritus, Astus. Oh. Achso, das war wieder das Ding, hm? Das bin nur ich. Ja, die Fackeln, die machen leider nicht. Hier ist ein Riesenpilz nur, aber sonst nichts. Oh, eine Brechstange. Gut, um mit unfreundlichen Gesellen. Gut, um sich unfreundliche Gesellen vom Leib zu halten. Also wenn wir damit nicht die Gittertüre aufbrechen können. Ah doch. Ich habe eine Brechstange gefunden, mit der ich die verschlossene Tür aufbrechen konnte. Jetzt schnell hinterher, bevor er mir entkommt. Allzu weit kann Kroma noch nicht gekommen sein. Wenn ich mich beeile, kann ich ihn sicher noch einholen. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch festbinden sollen. Alte Körbe? Das Zeug, was man hier noch unten so noch finden kann. Muss ich ja schon sagen. Habe auf die alten Körbe geklickt. Der Hochgang ist hier und dann gehen wir auch hoch. Beim Namenlosen! Oberlein, komm hier. Du häufst nur in die Riesenkrabbe da hinten rein und die wird dich fressen.